Eingang zum Lagerhaus. Hast du das auch gesehen? Ich hab's gesehen. Los, schauen wir uns mal die Tür an. Du gehst vor und ich halte dir den Rücken frei. Genau. Ich weiß nicht, wieso ich so oft speichere. Oh, war da was? Oh, ja doch. Gut. Nämlich, wenn man von Tag auf Nacht wechselt, sind die Sachen wieder da, die man dann am Tag geplündert hat. Aber man kann ja nicht auf Tag und Nacht wechseln. Das gibt nur in speziellen Missionen, vermute ich. Ich kenne das Spiel nicht so genau. Und? Was ist mit der Tür? Die Tür ist offen. Was? Offen? Ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, jetzt muss man reingehen. Nee, ich gehe immer durch verschlossene Türen. Das ist Standard bei mir. Da sind sie. Sie und. Ich kann ja die Fackel wegpacken und mir ein bisschen Verteidigung machen. Jetzt kann ich ja nicht speichern. Ach du Schande, die Nachtwache! Schnell weg! Lass sie nicht entkommen! Die ist verschlossen. Hey, eine Truhe! So ein Mist. Du gehst nicht raus. Kommt her, ihr Bitches. Ganz ruhig. Macht jetzt bloß nichts Unüberlegtes. Immerhin haben wir uns nur ein wenig umgesehen. Hallo? Bei dir steht Dieb? Jetzt hau ich dir mit meinen Streitkolben den Kopf ein. Unüberlegt? Ich denke immer nach, bevor ich was mache. Immer. Und jetzt denke ich, ist das nicht das Lagerhaus vom Hafenmeister? Was? Lass bloß den alten Orbert aus dem Spiel. Der macht uns fertig, wenn der mitbekommt, was wir hier machen. Pech gehabt. Der Hafenmeister hat mir ganz klar gesagt, was ich tun soll, wenn ich Ärger am Hafen mitbekomme. Nämlich ihn rufen. Warum den Hafenmeister? Warum holen wir nicht Hauptmann Nierulf? Weil das eben so ist. Ich gehe den Hafenmeister holen. Pass du auf das Gesindel auf. Ich soll alleine auf die beiden aufpassen? Ha, jetzt kannst du beweisen, was in dir steckt. Gut, beeil dich. Ach du Schande. Hör zu, wenn alle Beteiligten vernünftig sind, kommt niemand zu Schaden. Jetzt, wo du allein bist, lass uns einfach durch und dir passiert nichts. Erklärt mir doch mal, warum ihr beiden hier eingebrochen seid. Vergiss es, wir sagen gar nichts. Lass uns vorbei. Hört zu, ihr werdet jetzt euch schön ruhig verhalten. Wenn ihr keinen Ärger macht, passiert auch niemandem was. Mein Fex, wir haben es doch jetzt wirklich im Guten versucht. Genug gequatscht. Erledigen wir diese halbe Portion und dann nichts wie weg hier. Hast du mich gerade halbe Portion genannt? Ich will höchstens eine Dreiviertel-Portion. Komm her, du Lump. Jetzt wirst du das oft. Alter. Oh, der erste ist schon mal ausgeschalten. Das war ein Glückstreffer. Was ist denn hier passiert? Vorhin standen die doch noch aufrecht. Ich hab's dir um eine halbe Portion gekürzt. Sie haben mich angegriffen. So ein Mist. Ich sollte die beiden zum Hafenmeister bringen. Er hat sich schon gefreut, sie in die Mangel zu nehmen. Mit seinem Schließmuskel. Und nun? Ach, keine Ahnung. Ich gehe nicht zurück zum alten Orbert und höre mir sein Gekeife an. Morgen früh, da fragen wir den Hauptmann. Der weiß, was man da macht. Gut, Parker, du bist ja schon länger dabei. Gehen wir. So, da bin ich wieder. Sorry, ich wollte jetzt nicht ausschalten und
müsstet ihr euch das... Also ist der da runtergeflogen. Schande. Irgendwelche nennenswerten Vorkommnisse? Ich habe genießt. Parker reden lassen. Hauptmann, uns ist da etwas passiert. Ein kleines Ding mit dem Hafenmeister. Pargol, berichten war noch nie deine Stärke. Erzähl du weiter. Wir haben zwei Einbrecher in ein Lager aus dem Hafen gestellt, während ich sie bewachte, hat Pargol der Hafenmeister informiert. Ja, stimmt. Aber ich wollte eigentlich euch holen, Hauptmann. Aber... Hafenmeister Ober zahlt besser. Ich weiß doch, dass du gerne mal die Hand aufhältst, Pargol. Na, wie viel hat er dir gegeben? Ein Dukat. Aber nur weil ich zuerst ihm Bescheid gesagt habe. Der Hafenmeister war heute Morgen schon hier und hat sich darüber beschwert, dass du nicht mit den Einbrechern bei ihm aufgetaucht bist. Naja, einen feuchten Zunderschwamm drüber. Für dich gibt es die nächste Zeit Kasernendienst, Pargol. Verzeiht, dass ich euch enttäuscht habe, Hauptmann. Was soll ich jetzt machen? So wie ich die Sache sehe, trifft dich keine Schuld. Du kannst dich jetzt etwas ausruhen. Aber nur ein kurzes Nickerchen, dann geht es gleich weiter. Herr Hauptmann, entschuldigt. Mein Name ist Anjun Garje. Herr, ich komme soeben vom Zollhaus im Süden. Es gibt dort Probleme mit zwei Händlern. Am südlichen Zollhaus? Dort hat doch gerade ein neuer Rekrutdienst. Aber hab Dank für die Nachricht, guter Mann. Wir werden uns der Sache annehmen. Gern geschehen. Ich habe nicht vergessen, wie die Wache uns Bauern damals vor den Raubüberfällen beschützt hat. Herr Reine zum Gruß. Du wirst dein Nickerchen verschieben müssen. Geh zum südlichen Zollhaus und hilf deinem Kollegen. Ich vertraue dir, die Sache zu regeln. Ich merke schon, das Leben bei der Wache ist recht aufregend. So ist das bei der Wache. Kein Rasten, kein Ruhen. Und wenn die Pflicht ruft, gibt's nur Selbstbeherrschung. Schultern zurück und Zähne zusammenbeißen. Danke für den Rat, Hauptmann. So. Können wir erstmal hier bitte was verkaufen? Wie wäre es mit Rüstzeug? Nee, Handeln ist schon gut genug. Aber halt mal, Facke, halt mal die rossigen Nägel. Können wir nicht verkaufen? Ulm heute, halt mal Kohle. Boah. Und die Rattenschwänze verkaufen wir. Was brauchen wir? Kohle, Pfeile können wir eh nicht als Zwerg umgehen. Diamantenstaub, den verkaufen wir. Zunderschwimmen. Bogenbau. Ich bin jetzt nicht so für Bogenbau. Das bleibt ja jetzt. Oh, was sind das wertvolle Waffen? Das behalten wir mal. Äpfel, die brauchen wir nicht. Die Rüben auch nicht. Zu brauchen Pfeile nicht. Gänsefedern, Geschirrsplitter. Lederbänder, Sandstein, Alkohol, Einbeere. Haarnadel, Beil. Ich muss Beilkampf kaufen. Haarnadel. Schlösser zu knacken. Ich behalte mal eine. Grünmann-Tee, frische Grünmann-Späne mit heißem Wasser aufgekocht. Heilkunde Gift plus 1. Top ja Bock. Effekt. Müssen es ja nicht besoffen. Alkohol. Alchemisten als Lösung verwendet. Sandstein. Ein Schleifstein. Wir haben zwei Schleifsteine. Für 10 Schläge finde ich jetzt Schleifsteine nicht so. Also 2 Schleifsteine bringen 3 Silber und 16 Sandstein, 1 Silber und 6 Heller. Da machen wir, glaube ich, Schleifsteine. Hier draußen verkaufen wir die. Ein paar. Wichtig für Alchemie und Bogenbau. Also für Alchemie könnte man das behalten. Waffen. Ich glaube, Kugeln können wir erstmal verkaufen. Wir haben ja jetzt hier nichts, was wir brauchen können. So. Jetzt können wir das ausrüsten. Oder behalten wir den besser. Erstmal hier ein bisschen sortieren, dann gehen wir erstmal zum Schmied. Weil er sicherlich noch was hat. Also, nee. Da.
Zollstation. Südtor, da müssen wir hin. Wir machen da mal schnell eine Schnellreise. Kann ja nicht schaden. Können wir gleich beim Schmied mal vorbeigucken. Da. Da oben ist er. Dass wir mal ein bisschen Schmiedefähigkeit erlernen. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Bitte sehr. Könnt ihr mir was über Schmieden beibringen? Schmieden, Fähigkeit erlernen. 10 Dukaten? Alter, 10 Dukaten! Fürs Schmieden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bitte aufgefüllt. Ah, Schande. Die glaube ich auch nicht. Na, verdammt. Amboss. Ich glaube, da kann ich nichts machen. Obwohl, guck mal gleich von hier aus zur Zollstation. Ich speichere hier nochmal. Kann ja nicht schaden. So, die ist da hinten. Bleimohn. Bleichmohn. Beende deine Ausbildung. Das war's nicht. War das... Ah, na, hier war's. Wildnisleben. Das würde ich gerne aufwerten. Nimm immer... Und Pflanzen können immer mehr Dings aufnehmen. Zwergennase. Der Zwerg hat einen übernatürlichen Instinkt entwickelt, was von das Aufspüren von Geheimnissen, verborgenen Türen und Hohlräumen in gemäuerten Steinen anbelangt. Auch wenn diese Elemente so gut verborgen sind, dass beispielsweise keine sinnscharfe Probe erlaubt ist. Hm. Leben könnte man erhöhen, abbrechen. Magiekunde brauchen wir eigentlich nicht. Wundenkunde müssen wir eigentlich. Schmieden. Können wir hier noch was machen? Hiebwaffen. Ich würde gerne Schwerter, nur Schwertern können wir ja nicht. Also soll ich beim Zwerg lieber bei Hiebwaffen bleiben? Können wir hier noch Lebenspunkte aufwerten? Zauber. Kann ich denn hier noch was zufügen?